Aserbaidschan ist die Heimat vieler ethnischer Gruppen, darunter auch der Bergjuden, Nachfahren des jüdischen Volkes, das vor hunderten Jahren aus Persien in die Kaukasusberge einwanderte. Das Museum für die Geschichte der Bergjuden ist das einzige in der Welt. Es umfasst Dokumente, Haushaltsgegenstände und Artefakte. Dieses Museum ist der Geschichte und Kultur, Vergangenheit und Gegenwart der Bergjuden gewidmet. Es spiegelt den Austausch und den gegenseitigen Respekt zwischen dem jüdischen und dem aserbaidschanischen Volk wider. Die Siedlung Krasnaja Sloboda hebt sich von anderen aserbaidschanischen Ortschaften durch ihren einzigartigen architektonischen Stil ab. Die Anwohner ehren und bewahren ihre jahrhundertealten Traditionen. Das ist ein Modell der Synagoge, in der wir uns gerade aufhalten. Sie wird in unserer Muttersprache Johuri Sheshkombara genannt, was sechskuppelige Synagoge bedeutet. Dieses Gebäude wurde 1888 gebaut und diente als Synagoge. Aber leider wurde es zu Sowjetzeiten als Teppichweberei genutzt, da Religion verboten war. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde das Gebäude renoviert und dient jetzt wieder als Synagoge. Die sogenannte Rote Siedlung ist vermutlich der einzig durchweg jüdische Ort der Welt außerhalb Israels und den USA. In der Siedlung mit etwa 3500 Einwohnern gibt es zwei aktive Synagogen und eine Yeshiva, eine jüdische Schule, in der Kinder die Tora und Hebräisch studieren sowie die Bräuche der Bergjuden lernen. Für junge Menschen waren die 90er Jahre ein schwieriges Jahrzehnt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mussten sie auf der Suche nach Arbeit die Berge verlassen. Dank orthodoxer jüdischer Hilfsgruppen beten jetzt wieder junge Leute in den örtlichen Synagogen. Dutzende sind in der Yeshiva eingeschrieben. Vorherrschende Religion in Aserbaidschan ist der Islam. Daneben werden auch das Judentum und andere Glaubensrichtungen praktiziert. Seit vielen Jahrhunderten leben Juden und Muslime im Bezirk Guba zusammen. Es wäre großartig, wenn eine solche Nachbarschaft überall auf der Welt als Vorbild genommen würde. Das Museum der Bergjuden wurde 2020 eröffnet. Es dokumentiert diese einzigartige Gemeinschaft, ihre Traditionen und ihre Kultur.